So, ihr Lieben, und wie war die Pause? Erforderlich, sinnvoll. Ja, das glaube ich. Ja, wir gehen halt schon ganz schön in die Tiefe mit hinein. Okay, jetzt haben wir einen anderen Pfad. Und zwar Energiearbeit. Geistiger Genesungshelfer, Energiearbeiterin, Energiearbeiter. Das heißt, wir brauchen ja Energie, um leben zu können. In dem Zusammenhang Leben. Haben Sie schon mal das Wort Leben? Leben können wir ja alle. Aber haben Sie schon mal das Wort Leben rückwärts gelesen? Was bedeutet denn das dann? Leben Sie wirklich? Oder befinden Sie sich im Nebel? Kommen wir später nochmal drauf zurück. Leben, Nebel. Um leben zu können, um existieren zu können, um hier zu sein, was brauchen wir da? Wir brauchen doch Energie. Ja. Jetzt ist es absolut wichtig zu wissen, übrigens, da bitte ich euch, dass ihr das aufschreibt. Trotz den vielen Skripten, die ihr kriegt, habe ich da keine schriftlichen Unterlagen davon. Energie als solche hat kein Bewusstsein. Nochmals. Energie als solche hat kein Bewusstsein. Wir geben ihr das Bewusstsein. Nochmals. Das ist ganz wichtig. Ein Schlüsselsatz. Das macht Sinn, wenn ihr euch diesen Schlüsselsatz zu den anderen, die ihr sowieso habt, in eurem Leben mit aufnehmt. Energie als solche hat kein Bewusstsein. Wir geben ihr das Bewusstsein. Erklärung. Innerlich zog ich immer wieder zusammen, wenn es heißt, ja, das ist schlechte Energie. Die Energie ist niemals schlecht, sondern wir geben ihr das Bewusstsein. Dieser Energie ist ein Bewusstsein angehängt worden, das für den einen zutragend ist, für den anderen weniger zutragend ist. Erträglich oder unerträglich. Deshalb ist die Energie als solche niemals schlecht. Kam das deutlich rüber? Ihr dürft mich gern unterbrechen. Oder dass wir auf den Punkt direkt eingehen. Und wenn Fragen sind, einfach stellen, kann ich sie gleich beantworten. Dann kann ich es direkt tun, kann ich sie erst später beantworten, dann, weil der auf also einem späteren Punkt dann der Pad zuständig ist, dann werde ich sie dort reinbringen. In dem Zusammenhang habe ich zwei ganz, ganz große Bitten an euch. Schaut mich nie als Guru oder als euer Lehrer oder sonst etwas an. Dadurch, dass ich mich schon über 30 Jahre mit den Themen beschäftige und diesbezüglich ein größeres Wissen habe, dafür habt jeder einzelne von euch in seiner individuellen Erscheinungswelt, in seinem Beruf, in seiner Tätigkeit ein viel tieferes Wissen als ich. Wisst ihr, was ich damit meine? Damit wir auf Augenhöhe arbeiten. Auch das gehört zur Energie dazu. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es kommt jemand zu Ihnen als Hilfesuchenden zur Energiearbeit und Sie setzen sich gedanklich, gefühlsmäßig, energetisch so hoch über ihn drüber, so nach dem Motto, was will unbewusst, der ist ja krank, der braucht Hilfe, ich kann ihm Hilfe geben. Wissen Sie, was das für eine Energie ist? Die Energie ist neutral, aber Ihre Überheblichkeit, hängen Sie an diese Energie dran.
Und dementsprechend kommt die Energie in die Schwingungsfrequenz. Denn Energie hat unterschiedliche Schwingungen. Von tiefen Schwingungen bis zu höher schwingenden. Nehmen Sie doch nur mal die Angst. Wenn Sie in der Angst sind, was bedeutet denn das? Sie haben ganz tiefe Schwingungen, die ganz langsam fließen. Wenn wir sie messen, was teilweise ja auch möglich ist, dann werden Sie erkennen, dass die Herzzahl ganz gering ist. Was ein Herz ist, ist Ihnen sicherlich bekannt. Also die Schwingungsfrequenz der Energie innerhalb eines gewissen Zeitraums. Innerhalb einer Sekunde oder einer Minute geht die Schwingung so oft nach oben und nach unten. Angst als solche hat ganz, ganz tiefe Schwingung. Das habe ich noch viel zu groß hingemalt, viel zu schwingungskräftig hingemalt. Energie als solche hat kein Bewusstsein, wir geben ihr das Bewusstsein. Energie brauchen wir zum Leben. Mit was, durch was und wie nehmen wir diese Energie alle in uns auf? Ja, durch Essen, richtig, ja. Atmen, ja, okay, gut, durch Atmen, ja. Was noch? Fällt euch nichts mehr ein? Trinken, ja, das gehört zum Essen dazu, ja. Das heißt, wir nehmen die Energie in uns auf. Bleiben wir jetzt mal einfach mal bei den drei Dingen, die ihr genannt habt. Wir kommen nachher noch auf mehr zu. Durchs Atmen, durch Nahrung, also Essen und Trinken. So. Was passiert jetzt mit der Energie, die wir aufnehmen? Wir haben hier vorhin besprochen, im unteren Selbst, was es so unter anderem also so tut. Also durch, jetzt nimmt das mittlere Selbst, nimmt jetzt Energie in uns auf und gibt jetzt diese Energie zuerst in unserem unteren Selbst in ein sogenanntes Energiereservoir oder Energiespeicher. Das heißt, wir nehmen durchs Atmen, durchs Essen, auch durch unsere Haut nehmen wir Energie auf. Machen wir so weiter noch. Was sehr, sehr wichtig ist, durch unsere Milz, die haben wir hier auf der Seite, auf der linken, auf der rechten haben wir die Leber. In dem Zusammenhang, ihr kennt vielleicht den Ausdruck, zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz. Der kann vielleicht mal hilfreich sein, wenn ihr irgendwie mal jemanden habt, der mit der Leber Probleme hat, dass ihr wisst, okay, Leber ist rechts, die Milz ist links und in der Mitte ist der Magen. Also, da nehmen wir Energie auf, die geht in den Magen rein. So. Wir nehmen aber auch durch unsere Milz ganz, ganz viel Energie auf. Ja, Sie haben recht, die Milz ist auch zuständig für die roten Blutkörperchen, richtig. Das ist die biologische Betrachtungsweise und Wirkungsweise. Ich möchte aber gerne auf der geistigen, energetischen Seite bleiben. Unsere Milz nimmt mehr Energie auf als unsere gesamte Hautoberfläche, als auch mehr im Verhältnis, als wir durchs Essen und Trinken aufnehmen. Fast genauso viel, wie wir durch unseren jeden Atemzug, den wir aufnehmen. Warum? Warum lassen wir mal außen vor die Frage? Lenken wir doch einfach mal unsere Aufmerksamkeit auf was anderes. Sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, was passiert denn, wenn es angenehm warm ist? Die Männer ziehen ihr Hemd aus mit bloßem Oberkörper. Und was machen die Frauen? Bikini, ja. Bikini, richtig. Warum kein Badeanzug? Bikini oder nur ein Top, dass hier der Bereich frei ist, dass wir die Sonnenstrahlen, das ist nicht nur die Vitamin,
B, dass von der Sonne ausgestrahlt wird. Es ist auch die Energie, die wir in der Luft haben, dass diese Energie hier aufgenommen wird, dem Körper zugeführt wird und in unser Energiereservoir hineinkommt. Deshalb habe ich jetzt mal eine Bitte an Sie. Machen Sie mal die Arme auseinander, ja, ein bisschen Platz machen, dass der Nachbar dementsprechend einen kleinen Raum hat. Und jetzt gehen Sie mal langsam, wir waren ja beim Du, es geht Du, gehst Du mal ganz langsam zusammen. Und achtest du mal drauf, du wirst irgendwo einen Widerstandpunkt erreichen. So. Das ist jetzt die Fülle deines eigenen individuellen Energiereservoirs. So. Gehst die Hände wieder runter, ausschütteln. Und jetzt die Zunge an den Gaumen legen und nur einen tiefen Atemzug machen, und zwar durch die Nase einatmen, 3 Sekunden anhalten und durch den Mund doppelt so lang ausatmen, wie eingeatmet würde. Also, jetzt jeder im eigenen Rhythmus. Zunge an den Gaumen und ein. Anhalten und durch den Mund aus. Ja, du hast recht, dass du jetzt kräftiger fühlst. Vollkommen richtig, ja. Stabiler, ja. Gefühlt größer, ja, auch das ist richtig. Ja. Gefühlt, ja. Ja, allein durch den einzigen Atemzug habt ihr jetzt das Energiereservoir in euch aufgefüllt, dass mehr Energie drin ist. Und jetzt machen wir mal die gleiche Arbeit wie vorhin, die Hände auseinander. Und jetzt zusammen, wow, toll. Bei jedem sehe ich, dass praktisch sein Energiefeld größer geworden ist. Was passiert denn da? Hände ausschütteln, ja, okay. Was passiert denn da? Also, bei jedem Atemzug, den wir in uns aufnehmen und bewusst nur die Luft ausatmen und die Energie in uns halten, füllen wir unseren Energiekörper. Ich komme zurück, wo wir ganz am Anfang von der Ausbildung gehabt haben, wie die Missionare von den Kahunas, die Atemlosen genannt wurden, wo ich euch erzählt habe, dass die Missionare keine oder zu wenig oder wenig Ahnung hatten, was mit dem Atem alles geschieht. Atem. Die Kahunas sagen Folgendes. Das mittlere Selbst nimmt diese Atem auf und gibt diese Energie auf. Ihr seht, bei uns ist alles live. Also deshalb auch ab und zu mal ein Versprecher. Also das mittlere Selbst nimmt diese Energie auf und führt sie dem unteren Selbst zu ins Energiereservoir. Jetzt muss ich die Vorstellungsvermögen ein bisschen beanspruchen. Da das mittlere Selbst zwar die Energie aufnimmt durch das bewusste Entscheidungsfähigkeit und durch den freien Willen. Wir können entscheiden, was will ich essen, was will ich trinken. So. Wird jetzt diese Energie aber zuerst ans untere Selbst gegeben und diese Energie hat ein Wort bei den Kahunas, das habt ihr noch nie gehört. Manna. Ja, Bibel, ja richtig, in der Bibel steht es, ja. Manna, was heißt denn Manna noch? Manna, das Himmelsbrot. Das ist kein physisches Brot zum Essen gemeint, sondern das Geistige, die Energie. Und jetzt gibt das mittlere Selbst bei der Energieaufnahme diese Energie ans untere Selbst. Und jetzt erst gibt das untere Selbst diese Energie wieder zurück ans mittlere Selbst. Es wird hochtransformiert in eine höhere Schwingungsfrequenz. Und zwar
Diese hochtransformierte Schwingungsfrequenz nennt sich Mana. Mana, also eine Verdoppelung. Würden wir es jetzt mal, was ich jetzt sage, ist falsch. Nur um es leichter nachvollziehen zu können. Mana hat zum Beispiel eine Schwingungsfrequenz von, sagen wir mal, 24 Volt. Die hochgegebene Energie ans mittlere Selbst hat 380 Volt. Und jetzt geben die beiden in Verbindung, durch die Vereinbarung, geben die Energie an ihren Schutzengel, an das hohe Selbst hoch. Da kommen wir später noch drauf zurück. Ist nur, weil wir gerade bei der Energie sind. Und diese Energie, die dann hier vom unteren Selbst hochgegeben werden, an unser hohes Selbst, die nennt sich Mana Loa. Sagt euch das noch was? A, L, A, Lo. Weg, Licht, Unendlichkeit bedeutet das im Hawaiianischen. Loa. Von A nach B zu gehen. Erleuchtung, Licht, Erkenntnis. Das O, die Unendlichkeit. So, ihr Lieben, jetzt machen wir hier mal wieder einen kleinen Schnitt. Wir gehen nachher weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen am Bildschirm für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich für den nächsten Part, den ich Ihnen rübergeben darf. Hier bei der Gruppe, wir machen natürlich weiter, wir sind hier mittendrin und da kommt natürlich noch einiges mit rüber. Und irgendwann wird vielleicht der ein oder andere, der am Bildschirm ist, auch sagen, ja, oh, das ist doch etwas tiefergehend, so habe ich mir Huna nicht vorgestellt. Eines möchte ich Ihnen noch mit rüberbringen. Das Wichtigste ist, von unserem komplizierten Denken, das uns aufgegeben wurde, ob man jetzt sagt Bildung oder Erziehung, ganz gleich, wie Sie es nennen, von dieser Kompliziertheit wegzukommen in die Einfachheit. Das war für mich der wichtigste Schritt, vom Komplizierten herunterzukommen ins Einfache. Dass es so einfach ist, habe ich mir am Anfang nie vorgestellt. In diesem Sinne dann bis bald. Ich freue mich schon. Macht's gut. Tschüss. Aloha. Aloha.